April 2022 in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg ist voll im Gang. Doch die ukrainischen Streitkräfte leisten Widerstand. Erbitterten Widerstand. April 2022 in Österreich. Das Land hat die vierte Corona-Welle hinter sich, will seine alte, liebgewonnene Normalität zurück. Sommersonne, Touristen, glasklare Badeseen und ein Bundesheer, das nicht schießt, sondern hilft. Ein Bundesheer gut für Naturkatastrophen und für einen Familienausflug am Nationalfeiertag. Militärische Landesverteidigung, bis jetzt ein Nischenthema. Österreich ist ein Hort der Sicherheit. Neutral, gut aufgehoben in der EU und umgeben von NATO-Staaten. Und rund 1000 Kilometer von Österreich entfernt? Tote, Raketen, Bomben, Leid und Kriegsverbrechen. Das alles ist plötzlich ganz nah. Die gesamte Friedens- und Sicherheitsordnung Europas ist massiv und nachhaltig erschüttert. Deutschland will um 100 Milliarden Euro aufrüsten. Länder wie Schweden und Finnland, seit Jahrzehnten neutral wie Österreich, stehen kurz vor einem NATO-Beitritt. Zwingt der Krieg in der Ukraine auch uns eine Neuorientierung auf? Viele Menschen stellen sich angesichts des Krieges die Frage, wie würden wir uns wehren? Einen Krieg kann ich am besten dadurch verhindern, indem ich jeder Seite meine Wehrhaftigkeit zeige. Wären wir überhaupt in der Lage, junge Männer und Frauen in einen Krieg zu schicken? Der Krieg findet auch im Wohnzimmer des Westens statt. Und daher glaube ich, dass wir die Verpflichtung haben, diesen Weckruf auch ernst zu nehmen. Wären wir überhaupt bereit zu kämpfen? Wenn es sein müsste und es hart auf hart kommt, hätte ich wahrscheinlich auch keine andere Wahl. Man kann aber auch Nein sagen und gleichzeitig Nein sagen zur Waffe. Grundsätzlich einmal den Gedanken, ja, einmal für sich selbst zu formen. Ich glaube, das muss man in Zeiten wie diesen, ja. Ein bewährter Pinzgauer, der große Bruder des Haflingers, unterwegs in der burgenländischen Pusta. Johannes Lackner hat sich für den Dienst mit der Waffe entschieden und leistet seit Oktober seinen Präsenzdienst ab. Die Grenzsicherung gehört zu den Kernaufgaben des österreichischen Bundesheers. In Zeiten eines Krieges wäre die Grenze ja die vorderste Front einer Verteidigungslinie. Losgegangen ist für mich im Oktober. Ich war 3 Monate in der Kaserne zuerst, im normalen Grundverdienst, Regelbetrieb sozusagen. Und jetzt seit Ende Dezember bin ich im Assistenzeinsatz, genau an der Grenze. Und da machen wir eben die Covid-Einreisekontrollen und auch in Bezug illegale Migration schauen wir da. Bis vor kurzem hat wohl niemand damit gerechnet, dass das Thema militärische Landesverteidigung plötzlich so aktuell werden würde. Auch nicht Johannes Lackner. Sein erster Aussichtsposten für den heutigen Dienst steht in Siegendorf im Bezirk Eisenstadt. Servus. Servus. Alles klar? Ja, passt her. Ja, alles ruhig. Oh, was los, ne? Alles ruhig. Ich fühle mich schon noch sicher in Österreich, aber es ist natürlich schon was anderes. Also ich habe mir zum Beispiel gedacht, wir stehen jetzt an der Grenze zu Ungarn. Wenn wir in Ungarn leben würden und an der Grenze zur Ukraine wären, dann würde es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Also es ist schon ziemlich, ja, es ist näher einfach, ja. Der russische Angriff auf die Ukraine hat dort aus vielen Bürgern zwangsweise Soldaten gemacht. Gestern Lehrer, Sportler, Angestellte, heute eingezogen zum Wehrdienst. Männer, die das Land nicht mehr verlassen dürfen. Wären die Menschen in Österreich auch bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um so ihre Heimat zu verteidigen? Laut einer aktuellen Umfrage sagen 58% der Österreicher Nein zu dieser Frage. Nur 42% würden im Fall des Falles ein Gewehr in die Hand nehmen wollen.
Wien, das Wasa-Gymnasium im gutbürgerlichen 9. Bezirk. Militärische Bedrohungen für Österreich? Davon hörte man hier maximal im Geschichtsunterricht, Kapitel Kalter Krieg. Uns interessiert, was die Schülerinnen und Schüler durch die Kämpfe vor unserer Haustür zum Thema militärische Landesverteidigung zu sagen haben. Ein Thema, das sie bis vor kurzem nicht betroffen hat. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ihr habt alle Masken auf, ich auch. Ich zeige mich einmal kurz her, so würde ich ausschauen. Vielen Dank, dass ihr Zeit habt. Ihr seid die 7 B. Wir machen eine Sendung, die hat den Titel Wie wehrt sich Österreich? Was uns interessiert jetzt, und deshalb freuen wir uns, dass wir mit euch reden dürfen, wie schaut es eigentlich in unseren Köpfen aus, was Wehrhaftigkeit angeht? Kurze Frage an die jungen Männer in der Riege. Habt ihr euch schon überlegt, wie es bei euch mit Wehrdienst sein wird? Also ich werde auf gar keinen Fall zum Bundesheer gehen, weil ich prinzipiell überhaupt kein Fan des Bundesheers bin. Mhm. Überhaupt kein Fan von Krieg, Waffen oder Aufrüstung. Mhm. Und deswegen habe ich für mich auf jeden Fall entschieden, dass ich Zivildienst machen werde und auf keinen Fall zum Bundesheer gehe. Also ich finde die Idee im Bundesheer eigentlich ziemlich gut. Ich finde das Training, das man dort hat, wichtig. Dass man da einfach Basic Knowledge hat, wie man mit einer Waffe umgeht, finde ich wichtig. Mhm. Eben jetzt auch in einer Konfliktsituation. Darf ich eine junge Dame, eine Frau bitten, obwohl ihr ja nicht wehrpflichtig seid. Habt ihr euch irgendwann, hat eine von euch sich das schon mal überlegt, was es für euch persönlich heißen könnte? Ich habe das Gefühl, dass wir in Österreich vor allem wirklich so wie in einer Bubble sind. Deswegen habe ich das auch mit dem Krieg nicht kommen gesehen, also ganz ehrlich. Und dadurch, dass wir auch von anderen Kriegen nicht sehr viel hautnah miterfahren, habe ich mir nicht wirklich überlegt, dass ich hier eine Waffe halten muss und auf Leute schießen muss. Es ist jetzt genau 1 Uhr und 44 Minuten. Vor wenigen Minuten haben hier die Kämpfe begonnen, überall im Spielfeld, sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite. Bilder aus dem Sommer von 1991. Slowenien hat sich für unabhängig erklärt und wird von der jugoslawischen Armee angegriffen. Es kommt zu erbitterten Kämpfen. Das Ganze direkt an der österreichischen Grenze. Das österreichische Bundesheer bezieht Stellung. Es ist unverzüglich, die Gefechtsbereitschaft herzustellen, Planen abzumontieren und mit den Waffen in Anschlag zu gehen. 30 Jahre später, Bad Radkersburg, heuer im Frühjahr. Der damalige Kommandant, Brigadier außer Dienst Josef Paul Puntigam, den man im Archivmaterial sprechen gesehen hat, und der frühere Bürgermeister Werner Reiter treffen sich am ehemaligen Kriegsschauplatz. Wir waren eigentlich guter Dinge, dass die Slowenen, aber auch die jugoslawische Volksarmee weiß, was zu tun ist. Wir rechneten mit einem Säbelrasseln, mit Drohungen aller Art. Aber dass schlussendlich gekämpft wurde, hat uns schon ein bisschen überrascht. Mit einem Mal verwandelte sich Bad Radkersburg vom idyllischen Kurort zu einer möglichen Kampfzone. Diese jugoslawischen Truppen waren ja mehr oder weniger da drüben eingeschlossen. Nicht? Die hätten also kaum einen anderen Weg in die Freiheit gehabt als über Österreich. Und das war für uns eigentlich im Hintergrund die große Angst, dass es zu weiteren Kampfhandlungen kommen könnte. Nicht? Kein Spaß. Ich meine, ich muss sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass ich da jemals in Einsatz komme. Das ist ja bitte unvorstellbar, dass in Europa sowas passieren kann, bitte. Das ist ja echt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich sicher nicht gemeldet, weil das ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, ich habe jetzt geschworen für Österreich, also mache ich es auch, aber wenn ich das gewusst hätte, das ist ja unvorstellbar, ne? Bitte, Mann. Also wir rechneten damit, dass es zumindest in Radkersburg und im Spielfeld dazu kommt, dass in der Verfolgung slowenischer Kämpfer die jugoslawische Armee nachsetzt auf österreichisches Gebiet. Nur wenige Tage dauerte der Krieg an unserer Grenze. Einige Einschusslöcher als Mahnmal sind aber erhalten geblieben. Die Einschusslöcher seines Panzerturm-Maschinengewehrs, abgefeuert ungefähr dort, wo jetzt dieser blaue Balken steht. Dort stand damals dieser Kampfpanzer. Und wahrscheinlich hat hier ein Soldat rausgeschaut. Und daraufhin wurde dort hineingeschossen. Also
Ich persönlich habe alles dran gesetzt, deeskalierend zu wirken, die Pferde nicht scheu zu machen, den Soldaten nicht Angst zu machen, der Zivilbevölkerung nicht Angst zu machen. Aber gleichzeitig gab es eine hohe Kampfmotivation. Also wenn es soweit ist, dann kämpfen wir. Russland ist eine militärische Weltmacht. Der Krieg in der Ukraine hat Europas Verteidigungshaltung zutiefst erschüttert. Auf den Angriff folgt jetzt die Aufrüstung. Seit Jahren leidet das österreichische Bundesheer unter chronischem Geldmangel. Kampfbefehl: sparen. Weniger militärisches Gerät wird von weniger Personal bedient. Ein weiteres Beispiel: bei den sehr teuren Eurofightern hat Österreich auf die für Nacht- und Schlechtwetterbetrieb notwendige Technik einfach verzichtet. Aktuell verfügt das österreichische Bundesheer über 14.000 Berufssoldaten, von denen 672 Frauen sind. Dazu kommen 25.000 Milizsoldaten und rund 18.000 Grundwehrdiener pro Jahr. Nach 77 Jahren in Frieden gilt das Bundesheer für viele als hervorragende Katastrophenhilfe. Aber wäre unsere Truppe in der Lage, Österreich wirklich militärisch zu verteidigen? Oder würden wir die Wehrpflichtigen mit schlechtem Gerät und kürzester Ausbildung fahrlässig in ein Gefecht schicken? Ob sich unser Land jetzt unter diesen Voraussetzungen militärisch verteidigen ließe, darüber kann mir dieser Mann Auskunft geben. General Robert Brieger, der Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres. Herr General Brieger, wir machen eine Sendung, die da heißt: Wie wehrt sich Österreich? Und da ist es naheliegend, dass wir beim Bundesheer nachfragen, bei Ihnen. Welchen Verteidigungsplan haben Sie denn für dieses Land, das da vor uns liegt? Also unsere derzeitigen Planungen orientieren sich an einem, wie wir es nennen, hybriden Gefechtsbild. Das heißt, dass nicht nur konventionelle Bedrohungen drohen, sondern dass das österreichische Bundesheer auch vorbereitet sein muss, auf verschiedene Bedrohungsmuster flexibel zu reagieren. Es ist also nicht mehr das Thema des unmittelbaren Angriffes eines Nachbarstaates mit Panzern und Kanonen, sondern das Thema ist auf Terrorangriffe, auf Auswirkungen von Blackout-Szenarien, auf verschiedenste Bedrohungen und Herausforderungen zu reagieren. Seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gilt in Österreich das Prinzip der sogenannten umfassenden Landesverteidigung. Dieses ruht auf vier Pfeilern. Erstens der militärischen Landesverteidigung, zweitens der wirtschaftlichen, drittens der zivilen und viertens der geistigen Landesverteidigung. Und bei dieser sieht der Generalstabschef großen Aufholbedarf. Das beginnt in den Schulen, das beginnt in den Bildungseinrichtungen. Das ist in den letzten 20 Jahren nach meiner Beobachtung sehr verflacht bis nicht mehr existent. Und das müssen wir wiederbeleben. Es ist eine wesentliche Bildungsaufgabe der Republik, diese umfassende Landesverteidigung wieder in Szene zu setzen. Weil stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, funktioniert halt so nicht in aller Regel. Siehe Ukraine. Wenn keiner hingegangen wäre, wäre, glaube ich, Kiew schon russisch. Landesverteidigung als Schulfach? Bundesheertag statt Wandertag? Wie es ist, in ständiger Verteidigungsbereitschaft aufzuwachsen, weiß Elad Scharler Plotnik. Der gebürtige Israeli lebt seit 5 Jahren in Wien. Er ist in einem Land aufgewachsen, das sich seit seiner Gründung 1948 permanent gegen militärische und terroristische Angriffe verteidigen muss. Die Wehrhaftigkeit des Landes Israel und seiner Bürger ist dort eine Existenzfrage. Der Armeedienst ist verpflichtend und er dauert 32 Monate lang für Männer und 24 Monate für Frauen. Elad hat 2005 in Israel seinen Militärdienst absolviert. Is there a way to get around it? Like, okay, I'm Elad, I don't want to do that. Not so easy, but some people do. But you really are frowned upon afterwards in society. They
they kind of say you won't be able to get a good job, you won't be able to get your license, open a business, buy a house, kind of those things. Oh, so that reflects on that? It reflects on that. I can't say from experience, I don't know also anyone that go away or did not serve, but basically it's, you have to show that you have psychological issues, I must say. We have lived in peace here in Austria for ever since the end of World War II. You haven't, yeah, obviously. So what's your attitude towards war? I mean, you hear the bombs every second. You hear the bombs, so I'm not pro-war. But the thing is that we have to understand that the Israeli military is called IDF. And IDF stands for Israel Defense Forces, meaning that we are a defensive force. We don't pro-attack. We defend the citizen or the country as it stands. So there were wars, and we had to protect what was given. In Israel gehört Krieg und Terror leider zum Alltag. Anschläge gab es auch in der Zeit unserer Dreharbeiten. You would consider, not you as a person, you would consider Israel aware and ready to defend its territory? At any time. And that is ingrained in you? Yeah. In the Israeli population? Yeah, I mean, since 1948, yeah. We got the land and immediately the independence war started, a few days later. Während Elads Dienstzeit tobt der Libanon-Krieg. Er hat Glück, seine Einheit wird nicht in den Krieg involviert. Die Bereitschaft, sein Land zu verteidigen, ist Teil der nationalen Identität in Israel. So you've been to Austria for 5 or 6 years or so. Yes. Isn't it a very different vibe when we talk military? Yeah. I mean, could it be that you kind of get a smile when you look at our military and the preparedness of the people? I don't know about the preparedness, but yes, like when I see what people explain to me what they do in the service, I'm like, interesting. Because I'm trying to be politically correct. Nicely put. And when I tell people that I went for 3 years, they're in shock, because that's 5 times more than what people have to do here. Do you think we are at all prepared to fight any kind of military conflict? From what you see, just your opinion. No. I don't know how to answer them, because I don't think so, to be honest, because from the people that I've talked to, the military is not made for that. Der Krieg in der Ukraine macht eine lange Zeit abstrakt die Frage brandaktuell. Wären wir bereit, unser Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen? Noch bis vor kurzem hätte man diese Frage nicht ernst genommen. Jetzt macht sie betroffen und nachdenklich. Gute Frage. Also ich war ja beim Bundesheer. Damals war das ja Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute könnte. Ja. Wir haben jetzt ein kleines Kind. War es das erste Mal so, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Ja, das macht einfach Angst. Aber Waffen finde ich halt einfach ist ein schwieriges Thema. Also ich würde sie nicht angreifen wollen. Nein. Ich denke sowieso, dass das bei uns alles so immer auf den Staat abgeschoben wird. Ja? Und der Staat wird schon alles machen. Und deshalb denke ich, dass wir uns da auch grundsätzlich ein bisschen ändern müssen. Und auch alle selber ein bisschen mittun und angreifen und auch helfen, Probleme zu lösen. Nachdem wir ohnehin keine Chance haben, gegen irgendeinen Aggressor zu gewinnen, sollte man sich nicht verteidigen, sondern diplomatische Gespräche führen und auf Zeit spielen. Diese Frau kennt sich von Berufswegen mit Krieg und Gewalt aus. Barbara Juhn ist Chefpsychologin des österreichischen Roten Kreuzes. Sie betreut seit langer Zeit Menschen, die kriegerische Konflikte und andere Katastrophen durchleben mussten. Unser Mindset in den reicheren europäischen Ländern ist schon seit längerer Zeit das Mindset, wir leben auf einer Insel der Seligen, bei uns ist alles sicher, wir haben ein hundertprozentig haltbares Gesundheitssystem, unser demokratisches System ist hundertprozentig haltbar. Das heißt, wir leben in einer Sicherheitsblase mehr oder weniger, die uns die Pandemie jetzt ein bisschen zerstört hat. Und genau in dieser Situation, wo eh schon Sicherheit und Grundannahmen
zerstört sind, passiert jetzt noch ein Konflikt auf dem europäischen Gebiet, was noch weiter dazu führt, dass so Grundannahmen kaputt gehen. Und da glaube ich, da sehen wir auch, wenn wir vergleichen, das haben wir schon vor der Pandemie auch schon gemacht, dass wir Länder verglichen haben, die weniger Ressourcen haben in Europa, zum Beispiel Kroatien, Rumänien, Bulgarien, mit Ländern, die viele Ressourcen haben, so wie Österreich oder Deutschland. Und da sieht man, dass in gewisser Weise Länder, die weniger Sicherheitsillusion haben, sagen wir mal so, eigentlich resilienter aufgestellt sind als Länder, die zu viel Sicherheitsillusion haben. Weil wir erwarten uns in unserem europäischen Mindset immer, wenn was Schlimmes passiert, dann kommen die Experten und die lösen das für mich. Ich selber muss gar nichts tun, ich muss nur da sitzen und warten, bis es gelöst wird. Und das ist eine gefährliche Einstellung. Österreich ist neutral und kein Mitglied der NATO. Die Neutralität ist so etwas wie ein Grundbaustein der österreichischen Identität. Angesichts des Angriffs auf die Ukraine wollten die Meinungsforscher von Unique Research wissen, ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß? 56% sagten ja, ganz sicher. Immerhin noch 22% meinten eher ja. Die Zustimmung zur Neutralität ist also unabhängig des Angriffs Russlands auf die Ukraine ungebrochen hoch. Den Beitritt zur NATO, laut einer Umfrage des Magazins Profil, wollen aktuell nur 12% der Österreicherinnen und Österreicher geschehen lassen. 81% sind gegen einen Beitritt zur NATO. Der Krieg in der Ukraine und die Rolle Österreichs beschäftigt auch die von uns besuchte Klasse des Wiener Gymnasiums Wasagasse. Wenn wir uns die Geschichte Österreichs anschauen, Österreich prosperiert immer, wenn Frieden ist, und verliert meistens, wenn Krieg ist. Wenn Österreich in einem Militärbündnis wäre und seine Neutralität aufgibt, riskiert es, dass es in einen Krieg wird. Und wenn wir die Vergangenheit anschauen als eine Quelle, um die Zukunft anzusehen, wir würden wahrscheinlich es nicht sonderlich gut miterleben. Du sagst also, aus dem Krieg raushalten ist eine gute Idee für Österreich. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ja, auch schon davor, Krieg gegen Preußen, Krieg gegen Italien, ist meistens schlecht ausgegangen für Österreich. Ja, hochinteressante Geschichtsinterpretation, gratuliere. Super Sache. Ich persönlich glaube nicht, dass Österreich durch die Neutralität irgendwie geschützter ist, da Österreich erstens de facto jetzt auch im Ukraine-Konflikt nicht neutral ist. Wir beteiligen uns auch an Wirtschaftssanktionen. Das ist nicht neutral. Und zweitens, weil die Neutralität de facto einfach ein, ich würde jetzt sagen, Mythos ist. Und von dem her finde ich es jetzt, ich glaube, die geografische Lage ist sehr viel ausschlaggebender als jetzt die Neutralität von Österreich. Erste Umfragen sagen, dass die Zustimmung zur Neutralität nach Ausbruch des Ukraine-Krieges weiter gestiegen ist. Hätten Sie das erwartet? Es ist für mich insofern nicht überraschend, weil die Neutralität in der österreichischen Bevölkerung ja als eine Art Versicherungspolize gesehen wird. Wir sind neutral und deshalb greift uns keiner an. Das ist leider ein Missverständnis. Die Neutralität ist ein außenpolitisches Werkzeug, weil die Neutralität per se uns nicht schützt, sondern sie muss selbst militärisch geschützt werden. Das beste Beispiel ist die Schweiz. Die Schweiz, die Eidgenossen, ein Verteidigungskraftpaket. Bei unseren neutralen Nachbarn zeigt sich, Wehrhaftigkeit ist ein hohes, vor allem aber teures Gut. Die Schweiz hat ähnlich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Österreich. Die Militärausgaben sind mit 5,2 Milliarden Euro aber fast doppelt so hoch wie bei uns. In Österreich geben wir 2,7 Milliarden aus. Wir könnten 25.000 Milizsoldaten im Fall eines Krieges einberufen, die Schweiz 148.000. Martin Koller ist einer von ihnen. Er lebt in der Nähe von St. Gallen. Der Schrank im Keller ist sein Waffendepot. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn in der Schweiz hat jeder Milizsoldat sein Sturmgewehr zu Hause. Die Waffen, die gehören zum Wehrmann dazu, ganz normal. Das ist eine jahrhundertealte Tradition, die sich mit dem Schweizer Milizsystem, das sich über Jahrhunderte entwickelt hat, so eigentlich, man kann sagen, bewährt hat. Die Waffen sind natürlich entsprechend gesichert, gelagert. Vorschrift ist natürlich, dass die Waffe unter Verschluss ist.
Das Haus gilt als Verschluss und dass der bewegliche Teil des Sturmgewehres nicht gemeinsam mit dem Sturmgewehr gelagert ist. Das ist irgendwo in einem anderen Sicherheitsbehältnis hier in diesem Hause gelagert und ist somit soweit so gut. Das ist für mich persönlich das Normalste auf der Welt. Schon mein Vater hatte sein Sturmgewehr zu Hause. Es gehört einfach dazu, dass ein Wehrmann auch eine Waffe hat. Ich denke, wenn ich mein Leben für mein Land einsetzen soll, dann soll der Staat auch das Vertrauen in mich haben, dass ich damit umgehen kann, dass ich das entsprechend gesichert tue, wie ich es hier tue. Zweimal im Jahr muss Martin Koller zu Übungen einrücken. Das ist Schweizer Normalität. Von Kindsbeinen an haben meine Söhne gesehen, dass der Alte mal den Kampfanzug anzieht und dann wieder für eine Woche, zwei Wochen oder so weg ist. Oder auch nur für einen Tag. Meine Frau hat den ganzen Werdegang miterlebt. Von dem her ist es für die direkte Familie das Normalste auf der Welt. Die Idee des Schweizer Milizsystems ist, dass die Armee dann verfügbar ist und die Aufträge erfüllen kann, wenn man sie braucht, aber die Arbeitskräfte dann in der Wirtschaft zur Verfügung stehen, wenn die Armee sie nicht braucht. Das ist mal der Grundgedanke. Während der Übungen bezieht Martin Koller weiter sein normales Gehalt. Sein Arbeitgeber erhält dafür die finanzielle Kompensation vom Staat Schweiz. Mein Gehalt ist dasselbe Ende Monat, wie wenn ich keinen Militärdienst leiste. Ich mache sogar noch einen kleinen Gewinn, weil ich bekomme einen Sold auf Tagesbasis ausbezahlt. Das ist nicht wahnsinnig viel. Für einen Soldaten sind das 5 Franken, für einen Korpskommandanten, immerhin ein 3-Sterne-General, sind es 30 Franken pro Tag. Also das reicht beim Korpskommandanten für eine Flasche Wein, beim Soldaten dann für ein großes Bier. Die Ausrüstung zu Hause ist intakt, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommen. Eben, es fehlen halt einfach die Plattenträger. Man hat die Munition heute eher direkt in Griff und nicht hier unten und muss hier noch die Pistole so ziehen. Das ist ein klein wenig oldschool. Ich bin überzeugt, dass wir einen Angriff standhalten könnten eines Gegners, wir sprechen jetzt nicht von China, aber eines Gegners aus Europa. Ich denke, wir sehen auch in der Ukraine, wie lange die Ukraine gegen einen eigentlich übermächtigen Gegner sich wehren kann, indem sie sich fokussieren auf das, was sie können und dort den Feind schlagen, wo er schwach ist. Zurück zu uns, zurück an die österreichisch-ungarische Grenze. Der Gefreite Johannes Lackner ist mit seiner Vorgesetzten auf Patrouille. Dass er im Ernstfall Österreich mit der Waffe verteidigen müsste, darüber hat er zu Beginn seiner Bundesheerzeit nicht nachgedacht. Also, ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Da war schon eher das Abenteuer auch im Vordergrund, weil man ja doch weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass man wirklich schießen muss oder so. Aber natürlich ist klar, man lernt jeden Tag seine Waffe oder Halbladen halt. Und dann, wenn wirklich was ist, dann müsste man auch schießen, im Ernstfall, ja. Aber man überlegt natürlich da schon mal, okay, in der Ukraine gibt es vielleicht jetzt auch Grundbediener oder so, die jetzt halt wirklich im Krieg sind. Das ist schon. Also da macht man sich schon Gedanken, ja, über das. Ein Krieg im 21. Jahrhundert heißt vielfach ein Krieg im digitalen Raum. Lautlos, ohne großen Aufmarsch, weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt, werden ganze Länder mit digitalen Angriffen überzogen. Eine solche Attacke fand 2020 auch gegen Österreich statt. Ziel war das Außenministerium. Ein russisches Hacker-Kollektiv erbeutete Dokumente zur Ukraine und zu Russland. In einer digitalisierten und vernetzten Welt kommt der virtuellen Kriegsführung eine enorme Bedeutung zu.
Oberst Walter Unger leitet die Cyberabteilung im Abwehramt des österreichischen Bundesheeres. Wie schaut das aus, der Krieg oder der Kampf im Cyberraum? Geht es darum, dass meine Daten gestohlen werden, meine Daten kaputt gemacht werden, meine Daten verfälscht werden? Wie schaut das aus? Ja, im Prinzip unterscheiden wir in Angriffe gegen die Vertraulichkeit. Das heißt, Ausspionieren von Geheimnissen, die wertvoll sind. Dann Angriffe gegen die Verfügbarkeit der Systeme, wenn man von den Geräten abhängig ist und man hat keinen Zugriff auf seine Daten, auf die Prozesse, auf die Kommunikation, dann hat man einen wesentlichen Schaden. Und die dritte Variante ist Angriffe gegen die Integrität. Wenn die Daten falsch sind, zum Beispiel im militärischen Bereich für Zielerfassungssysteme, ja, dann schießt man halt daneben. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, der findet auch auf digitalem Weg statt. Wenn man das vor dem Konfliktherd in der Ukraine beobachtet, dann läuft dort seit vielen Jahren ein hybrider Konflikt. Hybrider Konflikt heißt beim Militär, es werden alle möglichen Machtmittel unterhalb des militärischen Einsatzes einmal eingesetzt, um ein politisches Ziel zu erreichen. Ja. Erst am Ende, wenn das nicht erreicht wird, wird Militär eingesetzt. Geschossen, da sind wir mittendrin. Ja. Dann wird geschossen und dann kommt auch die militärische Hardware wie Panzerflugzeuge und so weiter zum Einsatz. Und der Cyberbereich eignet sich hervorragend für so einen hybriden Konflikt. Da geht es darum, die Gegenseite zu desinformieren, das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu unterminieren, das Umfeld zu manipulieren durch Desinformation. Beispielsweise liefen gegen die Ukraine Angriffe gegen die Stromversorgung. Es ist zweimal passiert, zu Weihnachten 16 und 17, dass man für Tage die Stromversorgung fast im ganzen Land lahmgelegt hat durch einen Cyberangriff. Die Soldaten im Cyberraum haben einen großen Vorteil. Sie sind vergleichsweise billig. So, Sie sind ein Militärler, sage ich jetzt. Das ist jetzt die Nation X. Die Nation X hat 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Ja. Wie viel soll diese Nation, die jetzt die Nachbarnation angreifen will, in Cyber investieren und wie viel in, sagen wir mal, wie haben Sie das genannt, Hardware? Militärische Hardware. Das ist etwas, was vielleicht für herkömmliche Planer überraschend ist. Für den Cyberbereich braucht man nicht viel Geld. Und ich würde meinen, wenn man für diesen 10 Milliarden ein Promille hernimmt, sind wir schon sehr gut. Das reicht schon? Es reicht jährlich, wenn man das dazu gibt. Nicht? Der Krieg in der Ukraine bringt die Landesverteidigung der europäischen Staaten unter Zugzwang. Vor allem, wenn es ums Geld geht. Generalstabschef Robert Brigger hat erst kürzlich bis zu 10 Milliarden Euro mehr für das Bundesheer gefordert. Wie viele Kilometer Grenze könnten wir, sagen wir mal, klassisch, wie sagt man, konservativ verteidigen? Sie kennen den Spruch, wenn der Russe kommt, dann können wir mit unserem Heer einpacken. Ja. Zitat Ende. Das österreichische Bundesheer, Sie haben nach den Realitäten gefragt, verfügt über 4 Brigaden der Landstreitkräfte und 2 große Verbände der Luftstreitkräfte. Für eine konventionelle Abwehroperation wäre das definitiv zu wenig. Insbesondere was die Qualität anlangt. Das heißt, unsere Systeme haben Lebensdauern zwischen 30 und 40 Jahren hinter sich und bedürfen einer dringenden Modernisierung. Und das ist die größte Herausforderung. Was Sie hier sehen, ist eine der wichtigsten Einrichtungen des österreichischen Bundesheers. Hier im Heereslogistikzentrum im Wiener Arsenal wird die Lebensdauer des verwendeten Geräts, mit dem unser Land verteidigt werden soll, bis an die Grenzen zur Antiquität verlängert. Oberst Walter Posch erklärt, wie schon bei einem einfachen Sitz viel Geld gespart werden kann. Also wir haben hier einen Fahrersitz eines Geländefahrzeuges Pinzgauer. Pinzgauer gibt es mittlerweile im Bundesheer schon bald 50 Jahre. Diese Sitze sind neu, faktisch nicht mehr erhältlich, wenn sehr teuer. Und wir nehmen die Sitze aus den Fahrzeugen heraus, wird neuer Bezug gemacht, neue Schaumstofffüllung und ist wieder ein tadelloser neuer Sitz und kann wieder sofort verwendet werden. Das ist eine Abdeckplan eines U4000 Unimog, die wir gerade in der Reparatur haben. Unimog sind ja unsere neueren Fahrzeuge, aber auch hier durch die Beanspruchung. Ich sage einmal, eine derartige Plane kostet ungefähr bis zu 10.000 Euro.
Und Reparaturen, diese flexiblen Schnüre werden einfach mit der Zeit müde, die Bebänderung reißt oder die Glassichtfenster reißen. Und das können wir neue Schnüre einfädeln, neue Bebänderung oder neue Zylone montieren. Militärisches Gut, militärische Ausrüstung ist immer eine kostspielige Sache, auch im Kleinen. Diese Fahrzeuge sind Spezialanfertigungen. Wir stehen hier hinter einem ATF Dingo. ATF heißt Allschutztransportfahrzeug, nämlich eine spezielle Sanitätsversion. Das Besondere an dieser Version ist, wir haben hier eine Unterbringungsmöglichkeit für den Patienten, eine eigene Schleuse. Das heißt, im Bereich von Seuchen, Kontaminationen, auch Chemieunfällen kann hier der Patient hineingeschoben werden. Die Kammer wird dann verschlossen, aber das Sanitätspersonal kann von außen weiterhin geschützt den Patienten weiter behandeln. Zyniker würden sagen, das Bundesheer hätte einen Nachhaltigkeitspreis verdient. Aber irgendwann ist es dann sogar für den Pinzgauer vorbei. Für einige Fahrzeuge gibt es noch ein Jenseits nach einem langen und erfüllten Bundesheerleben. Wir befinden uns jetzt im Bereich der Kfz-Verwertung. Hier werden die Fahrzeuge aufgestellt, die von der Truppe abgeliefert werden, wo entweder aufgrund des technischen Gesamtzustandes, Kilometerleistung, Kostengrenzen oder Unfällen ein Weiterbetrieb nicht mehr rentabel wäre. Verwertung heißt bei uns, kann alles heißen. Verwertung kann heißen verkaufen, verschenken, demontieren oder auch verkaufen. Bei den Versteigern ist es so, dass die Fahrzeuge ja so zwischen 6.000 bis 12.000 Euro bringen, muss man sagen. Auch teilweise in unkompletten Zustand. Ja. Aber es sind gefragte Fahrzeuge. Ich frage jetzt in die Runde, unabhängig Frau Mann. Hat sich irgendjemand von euch schon gedanklich mit der Möglichkeit beschäftigt, selber einmal an einer kriegerischen Handlung teilzunehmen, zur Verteidigung dieses Landes? Nur aufzeigen, hat sich irgendjemand mit dem schon beschäftigt? Beschäftigt, ja. Beschäftigt. Das sind ja eh mehr, als ich gedacht hätte, ja. Und zu welchem Schluss bist du gekommen für dich? Also ich finde halt, wir sind alle mit Frieden aufgewachsen und jetzt kommt halt auf einmal wieder der Krieg ins Spiel. Und dafür, dass, was wir eigentlich alles gelernt haben aus den Geschichtsbüchern und aus dem Zweiten Weltkrieg, dass es jetzt wieder dazu kommt, dass wir überhaupt wieder nach Waffen greifen würden, finde ich eigentlich ziemlich erschreckend. Es ist unrealistisch, das gebe ich euch völlig zu. Und ich will es auch nicht an die Wand projizieren. Es kommt der Krieg, ich hoffe, ihr versteht mich nicht so. Aber unsere Sendung bemüht sich herauszufinden, wie wehrhaft wir sind, auch abseits von Geschützten, sondern in unseren Köpfen. Ich persönlich hätte nicht so großes Interesse daran, in einen Krieg zu ziehen und dann auch mit einer Waffe zu hantieren. Das würde ich mir persönlich nicht wirklich zutrauen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat dem Frieden in Europa in gewisser Weise den Kampf angesagt. Der Gedanke, eine Waffe in die Hand zu nehmen, um sein Land zu verteidigen, hat auf einmal einen sehr realen Beigeschmack bekommen. Wir treffen Lucia Hämmerle vom Internationalen Versöhnungsbund. Das ist eine Vereinigung, die sich seit 1914 für aktive Gewaltfreiheit einsetzt. Frau Hämmerle bezeichnet sich als Pazifistin und lehnt jede Form von Krieg grundsätzlich ab. Frau Hämmerle, schon im Namen Versöhnungsbund kann man heraushören, dass Sie nicht einer militaristischen Auseinandersetzung das Wort reden oder das als Lösungsansatz sehen. Wie kann man sich denn wehren, wenn man angegriffen wird, ohne zu Gewalt zu greifen? Unsere Antwort darauf ist, es gibt eine Art zivilen Widerstand, also es gibt ein Nein sagen, ohne zur Waffe zu greifen. Und das ist etwas, das ganz schwierig anzukommen ist in den Köpfen der Menschen, weil der einzige Widerstand, den wir zulassen, der einzige Widerstand, der zählt, ist der mit der Waffe in der Hand. Wenn wir jetzt kurz in die Ukraine schauen, dieses Schiff hat abgelegt. Also der ist jetzt schon bewaffnet. Und jetzt bin ich in meiner Stadt Mariupol oder Kiew oder Kharkiv und da steht jemand mit der Waffe vor mir. Ist es dann noch Zeit für das, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Oder da bin ich ein bisschen, hänge ich ein bisschen. Ja. Ich würde keinem, der jetzt dort steht, der Zug ist abgefahren, sagen, du darfst nicht zur Waffe greifen. Weil wir auch in unserem Leben nicht die Werkzeuge an die Hand bekommen haben, zu sagen, was wären alternative Szenarien. Sie würden aber auch als überzeugte Pazifistin nicht ausschließen, dass es eine Situation geben kann, wo eine Waffengewalt, ich meine jetzt gar nicht militärisch,
notwendig sein kann, oder würden Sie es generell ausschließen? Ich sage niemanden, er muss sich hinstellen und sich töten lassen. Nein, wenn er nicht anders weiß. Ich glaube, dass es Strategien gibt, die sinnvoller sind, als mit einer Waffe entgegenzutreten. Flucht kann eine Möglichkeit für jemanden sein, ohne Waffe sich vor den Panzer zu stellen, wie das auch in der Ukraine jetzt manchmal passiert, kann auch eine Möglichkeit sein. Es ist nicht ein Weglaufen zwangsweise. Auch aus dem Exil kann ich Widerstand leisten. Was es wirklich heißt, im Krieg zu kämpfen, das weiß Zahid Radmilovic. Wir besuchen ihn in Salzburg. Wenn er die Bilder des Ukraine-Kriegs sieht, kommen Erinnerungen hoch. An Tage des Kampfes im Bosnienkrieg 1992. Damals hat auch er mit dem Gewehr in der Hand sein Land verteidigt. Vor dem Krieg habe ich immer gesagt, wenn sowas kommt, dann gehe ich irgendwo. Aber ehrlich gesagt, wenn Krieg schon da ist, wenn du Familie hast, wenn du eigenes Haus hast, dann ist es schwer zu entscheiden. Da sagst du, nein, ich gehe nicht, ich bleibe hier. Das ist mein Haus, das ist mein Land. Ich muss mich kämpfen, ja, für mein Land. Zahid Radmilovic ging nicht unvorbereitet in den Kampf. Er hatte seinen Präsenzdienst inklusive Milizübungen absolviert. Vorbereitet auf die Realität des Krieges, das war er nicht. Aber wenn Krieg kommt, dann ist ganz was anderes. Und ist viel schlimmer, als wir was damals gelernt haben. Die zwei Sachen kann man überhaupt nicht verwenden. Nur wenige Wochen, nachdem sich Zahid Radmilovic zum Militärdienst gemeldet hatte, wird er verwundet. Das war am Abend. Und ich habe jemanden bemerkt. Etwas stimmt nicht, etwas passt nicht. Dann habe ich von einmal einen Mensch gesehen, also war dunkel natürlich. Und dann habe ich nur, ich kann mich ganz gut erinnern, nur die rote Farbe von seiner Waffe gesehen. Und dann war ich sofort am Boden. Er wird dreimal ins Bein getroffen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist Fuß, nicht obere Bereich, und überlebe ich trotzdem. Radmilovic kommt in ein Spital, muss mehrmals am Bein operiert werden, zweimal ohne Narkose. Nach seinem Krankenhausaufenthalt übersiedelt er mit seiner Familie nach Salzburg und gründet einen Handwerksbetrieb. Aber nach all den Jahren, die Erinnerung bleibt. Die Kriegszeit, was ich überlebt habe damals, habe ich immer heute noch im Kopf. Und das bleibt sozusagen bei mir drinnen, solange ich lebe. So etwas kann man nicht vergessen einfach. Der Krieg in der Ukraine hat der Frage nach Österreichs Wehrhaftigkeit neue Brisanz verliehen. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Bildung in Österreich, den Österreicherinnen und Österreichern zu zeigen, in welcher Gefahr sie sein können, wenn sie nicht zeigen, dass sie sich wehren werden. Das ist ein Bildungsprozess. Die Neutralität steht in Österreich nach wie vor extrem hoch im Kurs. Extrem hoch ist auch die Ablehnung eines NATO-Beitritts, trotz des Ukraine-Kriegs. Ja, wenn man sich historisch anschaut, dann müsste man eher sagen, nein, Österreich ist eher ein Volk, wie war das immer, andere für den Krieg, wir heiraten. Und dann auch später immer wieder, wir sind eher die Diplomaten, die sich irgendwie mit Verhandlungstaktik und anderen Taktiken versuchen, in Sicherheit zu bringen. Aber das ist ja gut so. Das gehört ja zu unserem Selbstverständnis und das passt ja. Wir müssen ja nicht unbedingt alle die Kämpfer sein. Ein letztes Mal noch nach Mörbisch im Burgenland. Direkt an der Grenze zu Ungarn geht es auf den nächsten Aussichtsposten für den Gefreiten Johannes Lackner. Auch wenn er es hier maximal mit geflüchteten Menschen zu tun hat, beschleicht ihn in letzter Zeit doch auch ein mulmiges Gefühl. Ja, ich glaube, so von heute auf morgen wäre es schwierig. Aber
das kann man auch schwer sagen, so wie sich es entwickeln wird, wie auch die Bevölkerung dann. Also ich glaube, wenn wirklich jetzt ein Krieg in Österreich wäre, dass recht schnell die Bevölkerung auch wirklich, wie man es in der Ukraine auch sieht, wirklich sich dafür einsetzen würde und so weiter. Und ich glaube, dann wäre man doch wieder, könnte man sich schon vielleicht wieder wehren. Chase the tracks of mine.